Hey Leute, ich bin die Kampforange und willkommen zur mittlerweile vierten Folge von Portal 2 an diesem wunderschönen Montagmittag. Montagmittag fragt ihr euch, es ist doch heute Dienstag, 17 Uhr, ganz genau, aber ich nehme das um 12.55 Uhr am Montag, am Vortag auf, also ist mir egal, was ihr Unseren denkt. Unseren Bestimmungen zufolge muss ich dich warnen, ist natürlich dass nur Spaß, die nächste aber Testkammer sehr gut aussieht. Ganz aber rechts, die Anlage ist wieder voll funktionstüchtig. Aber euch ist ja sicherlich auch warmes Wetter. Also, ich denke mal, der Dienstag wird, also eigentlich soll der Dienstag, glaube ich, kalt werden, aber so kalt wird der wahrscheinlich dann auch wieder nicht. Also, ach, was weiß ich. Jedenfalls jetzt am Montag und am Sonntag war es echt warm. Weiß ja nicht, wie es bei euch ist, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, aber bei mir, also den ganzen Sommer über, wenn es wirklich Hochsommer ist, ich kann mein Fenster nicht öffnen. Ich habe ein Ostfenster. Also morgens kann ich das halt nicht öffnen, so bis, weiß ich nicht, ja, eigentlich 10, 11 Uhr oder so kann man das eigentlich nicht öffnen. Nach diesem Test habe ich weil es einfach dermaßen die Sonne drauf knallt und es so heiß wird dadurch. Wie die letzte. Ach, da wird er. Echte Überraschung mit tragischen Konsequenzen. Und da wird der Sommer Konfetti. Sehr angenehm. Die letzte Tüte. Ich werde sie vermissen. Aber nein! Ist, wer hat das was ist Licht los? Ausgemacht? Grüezi! Wheatley! Ich spreche in einem Akzent, den sie nicht verstehen kann. Was sagst du? Ich verstehe dich nicht. Hey, Blecheimer, ich kann dich hören. Mit dem Akzent klappt's nicht. Lauf! 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 Wo lang? Lauf. Da lang. Ich schließe die Tür. Dann kommen wir die DPI ein bisschen hoch. Ah, egal. Leute, wir brechen aus. Endlich. Action. GLaDOS, wir sehen uns nie wieder. Ganz sicher. Ich renn doch schon. Schade, dabei warst du schon fast beim letzten Test. Sieh her, warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir. Das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan deines kleinen Freundes. Ich will den Würfel haben, aber ich weiß, den Würfel kann man nicht klauen. Ja, Leute, wir brechen aus. Wir bieten GLaDOS jetzt im Prinzip eigentlich richtig die Stirn. Aber so richtig. Ich meine, noch sind wir in ihrem Handlungsbereich. Oh, hallo. Los. Noch sind wir in ihrem Handlungsbereich, aber den werden wir bald verlassen. Da bin ich mir sicher. Los. Ich renn doch schon. Lass mich in Frieden. Was ist das hier? Okay. Hilfe! Ha! Oh. Wir haben es geschafft, Leute. Okay, los geht's, Leute. Wir brechen aus. Das war's. Leb wohl, GLaDOS. Wir werden sie jetzt sowas von zerstören. Oh, klasse. Du hast es geschafft. Okay, mir nach. Wir haben noch viel zu tun. Zum Glück kann... Was ist los? Okay. Okay, nicht bewegen. Okay, gut. Ich hab da eine Idee, aber es ist verdammt gefährlich. Bereit? Ah! Oh, das kann doch nicht. Die haben mir gesagt, sollte ich jemals diese Lampe einschalten, dann würde ich sterben. Das haben die mir über so ziemlich alles gesagt. Wieso habe ich das ganze Zeug überhaupt, wenn ich es nicht benutzen soll? Tja, weil du ein Idiot bist. Ganz schön dunkel hier, was? Ein Idiot. Angeblich ist hier vor langer, langer Zeit einmal der Hausmeister durchgedreht und hat alle seine Mitarbeiter zerstückelt. Alles Roboter. Manchmal soll man nachts noch die Schreie hören, die der Duplikate. Von der Funktion her sind sie nicht von den Originalen zu unterscheiden, aber der Vorfall ist ja nicht in ihrem Speicher hinterlegt. Darum weiß niemand, warum sie schreien.
Ist das nicht furchterregend? Aber streng wissenschaftlich gesehen ist da wohl nichts Übernatürliches dran. Oh, schön gemacht. Schnell, hier lang. Lust auf eine kleine Geschichte? Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet. Aber rate mal, für wen sich der Boss stattdessen entschieden hat. Für eine exakte Kopie seines Modells. Vetternwirtschaft. Am Ende durfte ich mich dann mit all diesen übel riechenden Menschen herumplagen. Die, Entschuldigung, übel riechend wollte ich gar nicht sagen. Ich musste mich um die Menschen kümmern. Oh, entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Wie unsensibel von mir, das mit dem übel riechend. Kommst du an die Mauer da hinten ran? Okay, hier drüben ist... Oh, ich sag dir was. Ich liebe Menschen. Schon allein, wie sie aussehen. Toll. Und ihre Kultur einfach faszinierend. Hör auf, mir in den Arsch zu kriechen. Gut, also ich bin zwar an diesem Weg hier nach unten. Ein Weibchen, aber da krieg ich mir bitte woanders rein. Aber Arschkriecherei kann ich nicht gebrauchen. Ich will hier raus. Freiheit. Nichts anderes. Mehr interessiert mich nicht. Lieben die Flur. Hier sind wir. Turmablösungsband aktiv. Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band. Die Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Band. Wahrscheinlich ist so eine... Gibt es als Durchsage dann, die Bänder sind kein Spielzeug in einer Forschungseinrichtung. Ich bin anders. Thank you. Thank you. Don't make lemonade. Vorlage. Antwort. Nein, 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 nein! Ich fang dich. Vorlage. Antwort. Vorlage. Vorlage. Antwort. Ha! Warum kannst du nicht sehen? Ich halte dich doch vor mich. Vorlage. Wir retten jetzt deine Freunde. Oh, klasse! Du hast es geschafft! Mir nach! Ich habe jemanden mitgebracht. Den nehmen wir mit nach draußen. Tada! Das Kontrollzentrum der Geschütztürme. Vielen Dank. Siehst du den Scanner da? Er entscheidet, welche Türme aussortiert werden. Und dabei nimmt er den Prototyp als Vorlage. Wenn wir diese Vorlage wegnehmen, wird die gesamte Produktion lahmgelegt. Antwort. Na schön. Ich muss die Tür hacken, damit wir da ran können. Ja, dann hack ich. Ganz schön technisch. Du musst dich umdrehen. Vorlage. Fertig. Gehackt. Ja, gut so. Hol den Turm raus. Okay, das sollte genügen. Keine Vorlage. Vorgang erfolgt aus Speicher. Oder auch nicht. Was, komm schon, wir retten sie. Perfekt, das ist perfekt. Nein, einer ist zu viel gestorben. Nicht, dass alle ihre Türme nichts taugen. Ein Unschuldiger. Genial. Okay, du achtest auf das Fließband und ich mach uns die Tür auf. Antwort. Okay, der Meisterhacker fängt jetzt an. Von Weitem sieht es ein bisschen leichter aus. Dauert etwa 10 Minuten. Behalte die Tür im Auge. Jetzt. Der Typ ist so ein Idiot, ganz ehrlich. Seit wann ist die Tür denn schon auf? Hast du nicht bemerkt, dass sich die Tür geöffnet hat? Es muss doch ein Summen oder ein Warnton oder ein Hackeralarm gegeben haben. Klar, das Wichtigste ist, die Tür ist offen. Aber beim nächsten Mal sag doch irgendwas. Huste wenigstens. Schön. Also ihre Geschütztürme kann sie vergessen. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Nervengiftanlage. Vater-Tochter-Tag in der Fabrik. Das konnte ja nicht gut gehen. Kartoffelbatterien. Und 40 Kartoffelbatterien. Das ist echt peinlich. Klar, es sind noch Kinder. Electricity from a potato. Wissenschaft kann man das jedenfalls nicht nennen. Backpulver-Vulkan. Naja, zumindest ist es keine Kartoffelbatterie. Wirklich originell oder wissenschaftlich wertvoll ist es aber trotzdem nicht. Nicht mal für ein Kind. Dann wäre eine Riesenkartoffel. Das reicht schon fast bis rauf zur Decke. Wahrscheinlich ist die ganze Anlage bereits von Kartoffeln überwuchert. Wenigstens verhungerst du nicht. Wir haben Chell nie essen sehen. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, aber... Ja, als sie uns fett genannt hat. Ich sehe meine Portale noch. Keine Sorge, ich garantiere dir, wir sind hundertprozentig richtig. Okay, soll ich dir sagen? Okay, alles gut.
Ah! Okay, hier lang. Schlosskirche. Joa. Ich wusste, wir sind hier richtig. Das ist der Nervengiftgenerator. Er ist größer, als ich dachte. Den können wir nicht einfach so umkippen. Jetzt ist Einfallsreichtum gefragt. Da oben joa, ist der Kontrollraum. Da schauen wir am besten mal nach. Aber diese Schleusen, sind die einfach nur dafür... Also mal angenommen, das wäre jetzt eine echte Anlage, wofür sind die Schleusen da? Sind die einfach nur, falls dann doch irgendwie mal was explodiert oder so, dass dann das zurückgehalten wird? Oder für irgendwelche... Ich kann hiermit das Nervengiftsystem außer Kraft setzen. Es ist allerdings packend. Riechst du Nervengift? Warte, irgendwas stimmt nicht. Nervengift ist wieder rauf auf 50%. Nein, runter. Entschuldige, mein Fehler. Runter auf 50%. So ist es gut. So, und im Falle einer Implosion direkt zur Implosion gucken. Warnung, der Nervengiftdruck bewegt sich in einem gefährlich untödlichen Bereich. Gefährlich untödlich, wenn es nur das ist. Tschüss! Das Tor ist kaputt! Wir können direkt hier durch! Ich kann nicht mehr, komm schon! Los, wir müssen hier weg! Schnell! Ein Gang! Ja, Leute, jetzt geht's richtig zur Sache hier. Dass ich das noch erleben darf. Ich wusste, das macht Spaß. Die haben mir gesagt, das wäre total langweilig. Und ich habe das auch noch geglaubt. Ach, ich liebe es. Das ist spitze. Das ist riesig hier. Wir sehen nur die oberste Ebene. Das geht noch meilenweit unter. Vor Jahren alles verriegelt. Wir müssten bald da sein. Oh, ich bin so gespannt auf Ihren Gesichtsausdruck. Kein Nervengift, keine Türme. Das wird Sie umhauen. Ja, das hoffe ich doch. Warte, warte. Womöglich habe ich den nächsten Teil nicht bis zum Ende durchdacht. Wheatley! Falsche Richtung! Hilfe! Geh zu ihr, ich komm nach! Okay, mach ich. Also nebenbei angemerkt, falls ihr, falls ich noch ein paar Leute hier zusammenfinden in diesem Projekt, die, also denen das Spaß macht zuzugucken, und falls die Wünsche geäußert werden, dann spiele ich gerne auch noch Portal Stories Mel und Paint Gun danach. Ja, Leute, ich würde sagen, das machen wir trotzdem noch in dieser Folge. Eigentlich wollte ich die Folge jetzt beenden. Denn guck einer an, wo sind wir denn hier nicht schon zum dritten Mal? Ganz genau, wir sind schon wieder in GLaDOS Kammer. Ich würde sagen, wir gehen rein und dann halte ich irgendwo mittendrin an. Ich dachte wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Tatsächlich wartet nach diesem Kinderspiel eine noch viel größere Herausforderung auf dich. Hätte ich gewusst, wie leicht man dich ködern kann, hätte ich ein Stück Speck an einem Seil von der Decke hängen lassen. Ich bin zu jung zum Sterben. Nein! Das war wirklich reizend. Oh, wir haben eine Toilette. Aber jetzt kommen wir zur Sache. Diesmal hast du hoffentlich mehr zu bieten als die Portalkanone. Okay, ich kann gerade nicht. Viel zu stressig. Du bist der Präsident des Clubs der Lebendigen gewesen. Haha. Haha. Aber im Ernst, mach's gut. Na hallo, ihr Freunde. Das ist meine Chance. Das ist nicht gut. Du warst beschäftigt. Ja. Tja, wir könnten ich war sehr beschäftigt, hier rumsitzen und einander anstarren, Freunde. Bis jemand tot umfällt. Aber ich habe eine bessere Idee. Dein alter Bekannter, tödliches Nervengift. Mach Wenn ruhig. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt für eine Weile die Luft anhalten. Hallo? Ich hasse dich so sehr. Warnung, zentraler Kern zu 80% beschädigt. Seltsam, ich fühle mich gar nicht defekt. Ich fühle mich sogar ziemlich gut.
Tja. Alternative Kern entdeckt. Oh, die sprechen über mich. Schließen Sie den Ersatzkern an, um den Kerntransfer einzuleiten. Wie gefällt dir das, GLaDOS? Ersatzkern akzeptiert. Ersatzkern. Bereit für den Transfervorgang? Jawoll. Beschädigter Kern. Bereit für den Transfervorgang? Nein. Oh ja. Nein. Pakt entdeckt. Transfervorgang kann nicht fortgesetzt werden. Ja. Hol nicht raus! Außer ein Pakt-Mitarbeiter ist vor Ort, um die Pakt-Auflösungstaste zu drücken. Lass mich drin! Drück einfach drauf! Tu es nicht. Ja, los, mach es! Drück nicht den Knopf, du weißt nicht, was du tust. Nicht so schnell. Denk darüber nach. Nur autorisierte Personen dürfen diesen Knopf drücken. Du bist nicht berechtigt dazu. Hör nicht auf sie. Ja, stimmt, du hast keine Berechtigung dazu. Aber du hast etwas viel Wichtigeres, nämlich einen Finger. Und damit drückst du den Knopf. Dann kann sie uns nicht töten. Leute, ich würde sagen, damit es spannend bleibt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir auf diesen Knopf drücken. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Lasst ein Like da, bewertet das Video, schreibt gerne einen Kommentar, schreibt, wie das Wetter gerade so ist, ob ihr gespannt seid auf die nächste Folge. Ich meine, viele wissen sicherlich schon, wie das Spiel weitergeht und ausgeht, aber naja, manche ja vielleicht doch nicht. Und naja, also wenn es euch gefallen hat, dann wie gesagt, bewerten, Kommentar schreiben, abonniert den Kanal, das ist kostenlos. Und dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht, in der es hier weitergeht. Dann würde ich sagen, haut rein, ciao.